Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2, der Codex. Wir sind immer noch bei dem Alien-Nichtratsvölkern. Letztes Mal haben wir ja die Kroganer etwas näher kennengelernt. Heute sind die Quarianer dran und was danach so noch folgt. Also begeben wir uns auf eine atemberaubende Reise in die Geschichte der Quarianer. Wenn die jungen Quarianer der Migrantenflotte das Erwachsenenalter erreichen, müssen sie ihr Geburtsschiff verlassen und eine neue Crew finden, die sie als ständiges Mitglied aufnimmt. Von dieser Reise bringen sie etwas Wertvolles zurück, um ihren künftigen Captain zu beweisen, dass sie, in Anbetracht der knappen Ressourcen, dem Schiff nicht zur Last fallen werden. Dieser Vorgang nennen die Quarianer Pilgerreise. Das Ritual der Pilgerreise dient natürlich auch dazu, die genetische Vielfalt innerhalb der weitgehend in isolierten Zellen lebenden Bevölkerung der Migrantenflotte zu wahren. Die Gefahren durch Inzucht wären zu groß, wenn die Heranwachsenden ihre Schiffe nicht verlassen, sondern sich nur dort vermehlen würden. Als Vorbereitung auf die Pilgerreise erhalten die Quarianer Implantate, die ihr Immunsystem stärken. Durch das Leben an Bord der Migrantenflotte in einer sterilen und vollständig kontrollierten Umgebung haben die Quarianer praktisch kein eigenes funktionierendes Immunsystem mehr. Weswegen wir ja auch den Liebesakt zwar vollführen konnten, aber es da im Anschluss höchstwahrscheinlich zu Problemen kam. Egal. Quarianer Rechtssystem und Verteidigung. Während das Konzil der Migrantenflotte die Gesetzgebung ähnlich handhabt wie planetarische Demokratien, unterscheidet sich Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit deutlich. In den ersten Jahren nach der Flucht vor den Geth gab es nur wenige Polizisten, die für die Millionen Zivilisten der Flotte zuständig waren. Deshalb entsandten die Militärführung Marines, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Heute verfügen die Marines über moderne Ausbildungsmethoden und Strategien, um diese Polizeiaufgaben wahrzunehmen. Sie sind optimal auf den Kampf in den begrenzten Räumlichkeiten eines Raumschiffs eingestellt und unterstehen ausschließlich dem Militär. Gefasste Kriminelle müssen sich immer vor dem Captain des entsprechenden Schiffs verantworten. Der Captain kann sich die Empfehlung des Schiffsrates anhören, hat aber letztendlich die Entscheidungsgewalt. Die meisten sind eher nachsichtig und verhängen als Strafe lediglich unangenehme Wartungsarbeiten am Schiff. Rückfällige Kriminelle dagegen werden versehentlich auf der nächsten bewohnbaren Welt vergessen. Aha. Diese Praxis des Zurücklassens eigener Krimineller auf dem Planeten anderer ist einer der Gründe für die Spannung zwischen den Quarianern und den übrigen galaktischen Spezies. Den Captains selbst bleibt zumeist keine andere Wahl. Durch die ohnehin schon knappen Ressourcen können sie es sich nicht auch noch erlauben, unproduktive Gefangene mitreisen zu lassen. In den ersten Jahren wurden viele zivile Frachter bewaffnet und dienten damit als freiwilligen Kampfschiffe. Bis zum heutigen Tag sind quarianische Zivilschiffe immer noch überdurchschnittlich stark bewaffnet und deshalb kein beliebtes Ziel für Raumpiraten. Auch nach dem Wiederaufbau des Militärs stehen nur wenige hundert Kriegsschiffe für die Verteidigung zehntausender Schiffe der Flotte zur Verfügung. Bei der quarianischen Raummarine gibt es strikte Patrouillenroutinen, um die Risiken zu minimieren. Können die Absichten eines sich nähernden Schiffs nicht geklärt werden, wird es abgeschossen. Also man merkt schon, die haben echt kein leichtes Leben. Wobei, ich glaube, das Volk der Quarianer, oder das quarianische Volk, ist sowieso eher so ein ruhiges und bedachtes Volk. Deswegen denke ich nicht, dass die viele Kriminelle haben. Zumindest kam das bisher nicht so rüber. Vielleicht in Teil 3. Wer weiß. Die Regierung der Quarianer. Wegen der schwierigen Situation und Versorgungslage der Quarianer kriege ich erstmal eine E-Mail. Fungiert die Regierung immer noch eher autokratisch? Was zum Teufel ist autokratisch? Ich habe den Begriff schon mal gehört. Ihr könnt mir das bestimmt erklären. Der Betrieb der Flotte wird von der Admiralität bestehend aus 5 hochrangigen Militärs geleitet und von einem Legislativvorgang, dem Konzil, kontrolliert. Boah. Hallöchen, was für schöne Wörtchen. Jedes Raumschiff der Migrantenflotte kann Abgesandte zum Konsil an Bord des Flaggschiffs schicken. Die Zahl der Abgesandten ist abhängig von der Größe der jeweiligen Crews. Größere Clans mit größeren Schiffen und entsprechenden Stimmanteilen bilden die Grundlage der politischen Blöcke. Die Opposition bildet die Outrider-Koalition, bestehend aus Abgesandten von tausenden kleinerer Schiffe. Hört sich so ein bisschen an wie unser Bundestag, nur mit Schiffen. Auch nicht schlecht. Nur dass wir wählen, wie viele Stimmen die einzelnen Parteien haben. Das bedeutet, wie viele Leute dann auch in dem Bundestag dann sitzen von der einzelnen Partei. Und bei denen ist das so, je größer du bist, desto mehr Stimmen hast du. Und wenn du der Größte bist, dann hast du die meisten Stimmen und hast eh immer gewonnen. Bisschen einseitig, aber naja.
In den meisten Fällen richtet sich die Admiralität nach den Vorgaben des Konzils. Aber wenn die 5 Mitglieder des Admiralitätsrates einstimmig entscheiden, dass eine Entscheidung des Konzils das Überleben der Flotte gefährdet, haben sie das Recht, diese Entscheidung aufzuheben. Nach einem solchen Beschluss müssen die Mitglieder des Rates von ihrem Posten zurücktreten. Aha, also man hat nur einmal die Entscheidungsgewalt oder Mitentscheidungsgewalt über eine Aussage des Konzils. Und danach muss man abtreten. Also man kann nur einmal etwas verändern und danach ist vorbei. Cool. Wenn die Mitglieder nach ihrem Veto den Rücktritt verweigern, werden sie vom Militär verhaftet. Captains genießen zwar uneingeschränkte Autorität auf ihren Schiffen, müssen sich aber im Zweifelsfall vor einem gewählten Schiffsrat verantworten. So wie die Admiralität an das Legislativorgan. Da steht Vorgan. Meinen die Vorgang? Oder Vororgan? Also die Führenden, weil so, ich lese den Satz jetzt auch ein bisschen weiter und das liest sich ja. Legislativorgan, das Konzil gebunden ist. Das Verhältnis zwischen Captain und Schiffsrat kann von Zusammenarbeit über freundliche Toleranz bis zur offenen Feindseligkeit reichen. Allerdings wird ein Captain, der ohne gute Gründe seines Schiffsrats ignoriert. Boah. Lesen ist heute eine Kunst. Von der Admiralität seines Postens enthoben werden. Viele quarianische Raumschiffe sind im Besitz von Clans, die ihr Privatvermögen bündeln, um gebrauchte Schiffe von privaten Verkäufern zu erwerben. Große Raumschiffe dienen als Symbol für einen großen und wohlhabenden Clan. Aber auch kleine Schiffe fungieren als Prestigeobjekte, denn damit zeigen kleine Clans, dass sie ausreichend Vermögen besitzen, sich ein eigenes Schiff zu leisten. Die Captains der Clanschiffe sind nicht direkt der Admiralität unterstellt. Unfähige Captains gelten als Familienproblem, solange sie nicht den Betrieb der Flotte gefährden. Also es klingt wirklich alles so wie aus dem Bundestag. Es ist alles verwirrt, verwirrender und am verwirrtesten. Ne? Und keiner kommt mit klar, aber hey, das System funktioniert bzw. stellt die einzelnen Personen der Bevölkerung glücklich. Kommen wir mal lieber zur Religion, vielleicht ist die etwas leichter und nicht so ganz so komplex. Die in früheren Zeiten praktizierte Religion der Quarianer war das Anbeten der Vorfahren. Aber auch nachdem die Quarianer den Glauben durch Säkularismus ersetzt hatten, verloren sie nie den Respekt vor dem Wissen ihrer Vorfahren. Die im Laufe der Zeit immer fortschrittlichere Technologie ermöglichte es dann, die Persönlichkeit und Erinnerungen der Vorfahren als virtuelle Intelligenz zu speichern. Und mein Hund trinkt Wasser. Und das hat mich ihm gerade ein bisschen rausgehauen. Diese Aufzeichnungen bildeten ein fundiertes Archiv an Wissen und Weisheiten und wurde in einer zentralen Datenbank gespeichert, auf die man von jedem Extranet-Anschluss aus zugreifen konnte. Also wie so eine riesige Bibliothek. Die Quarianer waren sich sehr wohl darüber bewusst, dass diese Unsterblichkeit nur virtuell war. Denn die elektronischen Abbilder der Vorfahren waren nun mal keine Lebewesen. Aber das begriffen sie lediglich als Herausforderung, nicht als Problem. Sie waren davon überzeugt, dass sich gelebte Intelligenz durch Mathematik erklären und erschaffen ließe. Deswegen haben sie auch wahrscheinlich die Gets erschaffen. Worauf wir jetzt wahrscheinlich kommen. Also begannen die Quarianer mit umfassenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, um die Grenzen der Sterblichkeit zu überwinden und die Aufzeichnungen der Vorfahren wieder mit echtem Leben zu füllen. Aber die Lebensform, die sie letztlich schufen, kam leider zu anderen Schlüssen. Die von den Quarianern erschaffenen Gets zerstörten nach ihrer Machtübernahme als erstes die Datenbanken der Vorfahren. Und das erinnert so ein bisschen an die Bibliothek von Alexandria. Da wurde zwar nichts geschaffen und dann zerstört, aber sie wurde auch zerstört während eines Krieges oder während eines Brandes. Soweit weiß ich, wie der Brand entstanden ist, weiß ich nicht. In den Jahrhunderten seit der Evakuierung ihrer Heimatwelt haben sich die meisten Quarianer wieder verschiedene Formen von Religionen zugewandt. Viele glauben, dass die Machtübernahme der Gets und die Vernichtung ihrer Vorfahren eine Strafe für das fahrlässige und arrogante Ignorieren der alten Lebensweisen und das Anbeten selbsterschaffener Idole sei. Andere Quarianer haben weltlichere, ethische begründete Erklärungssätze,
Ansätze, nach denen ihr Volk tatsächlich fahrlässig und arrogant gewesen ist, die Strafe aber keinen übernatürlichen Ursprung hatte. Vielmehr hätten die Quarianer eben die falschen Entscheidungen getroffen. Auf jeden Fall würde jeder Quarianer bestätigen, dass sie sich durch Anmaßung ihrer eigenen Heimatwelt beraubt haben. Zumindest sind sie sich in einer Religionsweisheit einig. Das haben wir auf der Erde nämlich nicht. Und zwar, dass sie selber schuld sind. Ne? Man muss sich das einfach mal auch hier auf die irdischen Religionen, sage ich jetzt einfach mal, dazu beziehen. Und dann einfach mal sich vor Augen führen, Islam und Katholiken und Evangelisten und was es da alles gibt. Im Endeffekt beten sie alle ein und dasselbe an. Einen Gott. Aber das würden sie nie zugeben, weil überall heißt er anders und deswegen ist er anders und toll und sieht anders aus und keine Ahnung, ist auch egal. Kommen wir zur Wirtschaft, denn die ist bestimmt nochmal relativ sehr interessant, da die Flotte ja wirtschaftlich eventuell nicht allzu wunderbar ist, ne? Also Bergbau oder sowas, schwierig. Die Migrantenflotte hat keine regelmäßigen Einnahmequellen. Die Quarianer leben sozusagen ständig von der Hand in den Mund. Auf den Schiffen gibt es zwar einige kleinere Werkstätten, aber keine Schwerindustrie wie Raffinerien oder Werften. Die Flotte hat zwar einige Tanker mit Wasser- und Luftbereitungsanlagen, aber die komplizierte Erzeugung von Nahrungsmitteln unter Raumbedingungen bringt keine nennenswerten Erträge. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck zu trinken, ne? Leute, lest mal so viel, ohne was zu trinken. Das geht auf die Stimmenorgane. Wo waren wir? Da. Aber die komplizierte Erzeugung von Nahrungsmitteln unter Raumbedingungen bringt keine nennenswerte Erträge. Ein Versagen der Versorgungskette könnte zur Auslöschung des ganzen Volkes führen. Also nicht des Ganzen, aber ich denke mal des gesamten Schiffes. Und deren Bevölkerung, denke ich mal, so ist das gemeint. Dennoch ist es den Quarianern gelungen, kreative Wege zu finden, um ein Einkommen zu erzielen. Da ihre Regierung täglich mit der Herausforderung konfrontiert ist, jedes Schiff und alle Quarianer mit Wasser, Lebensmitteln, Atemluft und Medizin zu versorgen, legt das Konsil den strategischen Kurs der Flotte so fest, dass Ressourcen erschlossen und Einnahmen generiert werden können. So kommt es vor, dass Spezies, deren Gebiete im Zielbereich der Flotte liegen, den Quarianern Geschenke wie Raumschiffe, Kraftstoff und andere Ressourcen anbieten, um das Konzil zur Kursänderung zu überreden. Das hört sich an wie so ein bisschen Schutzgeld. Hey, hier, kriegst du ein Raumschiff und ihr ändert bitte mal den Kurs um 3 Grad nach links, damit er nicht an uns vorbeifliegt, ja? Danke! Auf ihrem Weg durch das All entsendet die Flotte ständig kleinere Minenschiffe, die auf nahegelegenen Asteroiden nach Metall und Silizium schürfen und auf Kometen Wasser und organische Stoffe erschließen. Quarianische Mineneinheiten sind hochkompetent beim Auffinden und Erschließen solcher Weltraumressourcen. Das führt mitunter zu Konflikten mit Unternehmen, die bereits an einem System arbeiten. Die großen Minenunternehmen geben Millionen für Lobbyarbeiten und PR-Maßnahmen aus, um die Quarianer als Wanderheuschrecken darzustellen, die alle Ressourcenvorkommen restlos ausbeuten, bevor sie weiterziehen. Der größte Wirtschaftsfaktor der Quarianer ist ihr Vorrat an Facharbeitern, vor allem im Minengewerbe. Wegen ihres Lebensstils mit der ständigen Suche nach Ressourcen und fortwährenden Reparaturen an der Flotte sind die Quarianer zudem geschickte Techniker und Ingenieure. Mehr als einmal haben dieselben Unternehmen, die gegen die Quarianer propagieren, Geheimabkommen mit der Flotte geschlossen, um sich die Arbeitskraft der erfahrenen Quarianer zu sichern und sie Jobs erledigen zu lassen. Für die Arbeiter anderer Spezies höhere Löhne gefordert hätten. Klingt so ein bisschen wie Immigranten auch jetzt hier unter anderem in Deutschland oder es ist ja weltweit so, ne? In Amerika sind es die Mexikaner, in Deutschland sind es die Türken, so wird zumindest gesagt. In Russland sind es wahrscheinlich die Deutschen oder so, keine Ahnung. Ne? Irgendwo ist immer ein Immigrant, der ein bisschen billiger arbeitet als die eigenen Kräfte, der das gleiche drauf hat und der einfach nur überleben will. Und genau so liest sich das eben gerade. Das hat den Quarianern schon häufig den Zorn einheimischer Arbeiter eingebracht. In diesen Fällen heißt es oft, die Migrantenflotte würde in ihre Welt eindringen und ihnen ihre Jobs rauben. Naja, was ich eben gerade halt eben gesagt habe. Und ich würde sagen, Leute, beim nächsten Mal machen wir mit den Aliens-Ratsvölkern weiter.
Und danach kommt die Zitadelle und Galaktische Regierung, die Menschheit und die Allianz. Ich bin Hello 986, das war der zweite Teil des Mass Effect Codex, beziehungsweise der nächste Teil der Aliens-Nicht-Radvölker. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.